Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zum Minecraft Adventure mit dem Jay, dem Ram und mir, dem Peter Bram. Wer hat Papers, Please denn lange gespielt? Denn ich mit Sicherheit auch nicht. Guck gerade nach, wie lange du das gespielt hast. Ich bin noch dabei, ja. Okay, das ist viel zu schnell. 1,6 Stunden. Du hast halt länger gespielt als ich schon mal. Ja, gut, 1,6 Stündchen. 1,6 Stunden? Was ist das überhaupt für eine komische Angabe? 1,6 Stunden? Das ist eine Stundenanzahl in Dezimal gerechnet. Ja, finde ich ganz schön behindert. 0,6 Stunden hat Jay das gespielt. Muss ich ja erstmal gucken, was 60% von 60 Minuten sind. Wie soll ich denn sowas errechnen? Das ist unmöglich. Tim, das ist unser Adventure-Map-Bauer oder Battle-Map-Bauer, hat da 2 Stunden gespielt. Das ist auch echt kein Spiel, was man ewig spielen kann. Das macht einen viel zu deprimiert. Tenendo hat 1,8 Stunden gespielt. Na, Alter, der ist der härteste, weißt du. Also ich bin gerade ausgewiesen und Spaß dabei gehabt. Ja, mal gucken, ob ich noch irgendwo. Oh, Arthur hier, Fischkorb, hat 9,1 Stunden gespielt. Das ist schon grenzwertig. Arthur, ey. Na, kommen wir zum Stachel aus. 3. Ah, halt dich doch da fest zusammen. Auch schon ein bisschen mehr, aber es ist noch nicht so krass, Alter. Bin ich eigentlich der Einzige aus unserem Team mit Migrationshintergrund? Wenn man. Wie ist Migrationshintergrund? Ich sag mal so, ja genau, wie ist der Migrationshintergrund definiert in deinem Sinne? Mein Vater ist halt kein Deutscher. Okay, mein Vater war. Okay, beschreib eine Person, die selbst oder deren Vorfahren aus einem anderen Staat eingewandert sind. Okay, mein Uropa gehörte mal dem Deutschen Reich an, aber das ist mittlerweile kein deutsches Reich mehr. Ja, so hieß das doch früher. Das ist nicht? Aber keine Migration, weil der Deutsche Reich genau, doch in die Bundesrepublik aufgegangen ist. Doch Deutschland. Ja, genau, aber das ist mittlerweile Polen. Also der gehörte dem Teil des Deutschen Reiches an, der mittlerweile zu Polen zählt. Also kommt ja aus Schlesien, ja, wie meine Richtig. Großeltern auch. Meine Oma väterlicherseits kommt aus Schlesien und mein Opa. Okay, ist das dann Migration? Ja, genau, das frage ich mich halt auch. Wahrscheinlich dann eher nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Ja, wie hätte ich denn das anders benennen sollen als das Deutsche Reich? Habe ich jetzt gerade irgendeinen Quatsch erzählt? Nee, also der Punkt mit dem, der polnische, jetzt polnische Teil, der kam dann halt danach und ich dachte halt, erst willst du mich jetzt verarschen. Vom deutschen so. Reich nach Deutschland ist jetzt keine Migration. Deutscher Reich. Ja. Mit Geräusch. Habt ihr das eigentlich schon hier geschafft oder warte ich noch auf euch? Nee, das war jetzt auch voll du wartest falsch. Noch auf Jay. Jay ist halt einfach gerade richtig schlecht. Ja, es war gerade, ich habe gerade was ganz Blödes gesagt. Das habt ihr nicht mitbekommen, scheinbar. Okay, gut. Vielleicht. Ist das was man schneiden muss? Ich hoffe nicht. Er weiß es nicht. Oh Gott, also, ich glaub nicht. Das Bundesamt das meine ich für nicht so. Migration und Flüchtlinge definiert Migration folgendermaßen. Eine Person hat dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Die Definition umfasst folgende vier Positionen. Zugewandert und nicht zugewanderte Ausländer, zugewandert und nicht zugewanderte Eingebürgerte, Spätaussiedler und mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene Nachkommen der 3 zuvor genannten Gruppen. Aha. Das heißt, ich wäre der Einzige mit Migrationshintergrund, weil mein Vater als Nicht-Deutscher geboren wurde und immer noch kein Deutscher ist. Also, ich würde sagen, ja. Sepp zählt schon als Halbholländer, so nah wie der in Holland gewohnt hat. Ja, bin ich stolz. Bist du stolz darauf? Vor allen Dingen ist das so dumm, weil mein Vater ja nicht mal holländisch spricht. Ich weiß nicht mal, warum der einen holländischen Pass hat. Das ergibt überhaupt kann keinen der das? Sinn. Kann der Niederländisch? Kann auch kein Niederländisch. Nee, der kann kein Niederländisch. Nice. Die Dame, ist er da einfach nur zur Welt gekommen, vielleicht? Weil der ist nicht mal da zur Welt geplumpst. Gekommen, der ist in Deutschland zur Welt gekommen. Was, jetzt ist aber unrealistisch. Ja, aber Özil hat haben die sich vielleicht bei den Papieren vergriffen? Aber Özil hat da auch einen türkischen Pass. Und ist der nicht auch in Deutschland geboren worden, in Gelsenkirchen? Er hatte dann vielleicht beide Pässe, weil mein Vater hat echt nur den holländischen. Und hat da noch nie gelebt in Holland und kann kein Holländisch. Das heißt, der darf auch nur in Holland wählen? Ja, darf nicht in Deutschland wählen, noch nie in seinem Leben. What the fuck? Voll geil. Also stimmt Sinne nicht. Kommunalwahlen fuck? Gehen. LOL. Özlitz Vater Mustafa hatte eine außereheliche Affäre und deswegen hat Özil eine Halbschwester. Alter, das ist aber ehrenlos. Hm. Hat die Hörner? What? Warum? Weil. Weil Gottes Willen. Ich werde da nicht drauf eingehen. Es war eine Teufelsanspielung und nichts anderes.
Du wolltest ja nicht drauf eingehen. Warum tust du jetzt trotzdem? Wir hätten es aber ignorieren können. Ich war gerade noch mal überlegen, warum dein Vater eigentlich ein Holländer ist. Ja, das ist der denn gerne so holländisches auch Zeug? Frag den doch so mal bei nächster Frikandel Gelegenheit. Und Krokettchen? Ja, frag ich mal. Ja, wir haben ja auch immer Urlaub gemacht in Papas Heimat. Ist doch nice. Ja. Immer schön mit einem Wohnwagen, weißt du. Konnte Papa zurückdenken an alte Zeiten. Wie die Flodders, Junge. Nix wie die Flodders. Wir waren ein ganz klassischer bürgerlicher Haushalt, ja. Ja, sag ich doch, wie die Flodders. Nee, die Flodders waren. Die waren immer. Oder wie die New Kids. Meine Mutter hat immer gesagt, die sehen aus wie beide Flodders, als die bei mir in mein Zimmer gekommen ist. Ich glaube schon, also so Flodder. Also ich meine, deine Mutter sehe ich jetzt nicht in Gummistiefeln und Schürze, aber dich sehe ich halt schon so wie dieser, wie hieß der, Johnny? Ich durfte Flodders nie gucken. Der Typ, der immer seine, so schön auf die Haare geachtet hat und so eitel as fuck war und dachte, er wäre voll geil. Na, siehst du? Also du bist schon so ein Flodder. Ich glaube, ihr wart dann immer richtig schön einmal im Jahr in Maaskantje, richtig schön, war wieder auf der Kirche. Hat die jemals einen Vater bei den Flodders? Der gab es gar keinen Vater, oder? Ich überleg gerade, es gab die Olle, die Mutti. Und dann gab es eine Tochter. Kann kommen, Junge. Nein, das ist was anderes, Frau. Ich weiß, aber ich guck mir gerade den Spot an, Alter. So stelle ich mir Feders Vater dann vor. Also und dann verliert er gegen Mädchen. Muss das Fahrrad zurückgeben. Oh. So, genug Holländer Witze gemacht. Kommen wir zu Platz 15. Achso, stimmt, das gibt's ja auch noch. Laut GameStar. Die Memme kann kommen, Junge! Ich mach ihn kaputt! Hat New Kids Turbo ein Spiel gemacht, dann wird das auf Platz 15 sein. Oh, nee, okay, auf Platz 15 ist ein Spiel, was da hingehört. Echt? Boah, Monkey Island. Es ist ein Shooter. Quake. Es ist ein Third-Person-Shooter. Fortnite. Tomb Raider. Nee, Fortnite hatten wir schon. Nein, es ist älter. Es ist im Jahre 2003 erschienen. Und featured Unreal Tournament 2003. Es ist sehr story-heavy. Story-Heavy-Shooter? Third-Person-Shooter, Story-Heavy, 2003 erschienen. Matrix. Sehr neo-noir. Max! It is Max. Schwein. Max Payne 2 ist auf Platz 15. Max Payne 3! Ich habe mich jetzt da auch ja mittlerweile dran gewöhnt, dass ich immer Max Payne sage, weil ich immer ausgelacht werde, wie ich Max Payne sage. Zu Recht. Ja, der heißt ja nicht Max. Na gut, ich habe die Spiele nie gespielt. Keine Ahnung, wie der heißt, Alter. Da schreibt man noch irgendwie P-A-Y oder so, wa? Ja, wie das englische, nicht das englische Pain. So, das heißt, wenn man das im Deutschen aussprechen, wenn das... Peine. Max Peine. Nee, nicht... Was ist denn das? Was ist denn Peine? Man kann ja auch ein Y auch als Ü aussprechen. Wie bei Xylophon. Ja, aber das ist ja nicht Paüne. Nee, aber wenn das ist dann Max Paüne. Nein, das wäre dann Max. Also ich glaube, die Kombination von einem A und einem Y wird nie mit Ü ausgesprochen, ja, im Deutschen. Gibt's überhaupt A und Y im Deutschen? Und ach, Ei? A ist schon im Deutschen. Der altbekannte das ist Begriff E-I, Ei. Peter. Juden. Ei, Captain. Acht Treffer. Es gibt Ayran. Oh, stimmt. Ja, okay, Ayran ist aber auch schon sehr eingedeutscht. Weil ohne das, ohne die türkischen Wurzeln von Ayran. Paraguay. Wow. Ja, Paraguay. Peine. Ayran. Ja, aber es gibt auch noch Uruguay. Okay. Du hast mich, Bram. Du hast mich. Er heißt Max Paüne. Mein Gott, ey, ist das eine AIDS-Kacke. Alter, gerade. Shit, das regnet ja. Oh, mal kurz. Oh, ja, Alter, ich hasse dich, Peter. Ich hasse Regen. War gestern schon wieder richtig warm. Nee, ich will Regen. Ja, gestern waren 26 Grad oder so. War schon krass. Ja, war schon unangenehm.
Warum hängt er sich nicht an die Fickleiter? Peter ist einfach weg. Peter ist weg, ja. Er muss jetzt sein Zimmer dicht machen. Aber Peter weiß, wie das funktioniert, weil normalerweise strölt er sich immer selbst in die Hose. Echt? Macht er ja, das? Deswegen weiß er, wie aber man das mal, machen muss. Ich kann eine richtig geheime Geschichte erzählen, ja. Aber eigentlich müsst ihr die Peter auch hören. Ja, ich höre die auch. Ich weiß gar nicht, wie so geheim ist. Naja, pass auf. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich vor, ich weiß gar nicht, wann das war, vor einem halben Jahr oder so was, Punica im Angebot war. Okay, ja. Warum? Jetzt kommt das, okay. Punica-Flaschen haben ja eine vergrößerte Öffnung. Hast du reingeschissen, oder? Auf dem Fortnite stand? Nein, ich hab, ja genau, dann habe ich das weggeworfen. Ich weiß gar nicht, wie eine Punica-Flasche aussieht, ehrlich gesagt. Ja, dann check das mal. Okay, nach. Ich check mal kurz, ob wie so eine Glasflasche. Aber nichtsdestotrotz hatte ich die im Auto liegen und ich stand im Stau und musste Hammer pissen. Nicht dein nee. Ernst. Und ich habe tatsächlich in eine Punica-Flasche gepisst. Oh mein Gott! Weil ich so dringend muss. Ja, was soll ich mal, soll ich in die Hose pissen? Das Schlimme, das Allerschlimmste allerdings oh daran Gott. War. Wie awesome ist das bitte? Das Schlimmste ist allerdings, dass die Flasche nicht ganz leer war. Das heißt, ich musste das erst nochmal auftrinken, weil ich das nicht wegschütten wollte. Ja, weißt du, dass du dann noch die Grenze ziehst, wenn du schon in deinem Auto in eine Punica-Flasche pisst, dass du trotzdem nicht willst, dass da noch ein Schluck Punica drin bleibt und ja, dann erst aufhören musst. Ey, ohne muss, Scheiß, stell dir mal ja vor, nicht. Du hättest wirklich nur eine Standardflasche gehabt, da passt der Dödel ja nicht rein. Ja, wirklich, stell dir das mal vor, du weißt, was du dann machst im Stau, du lässt den Wagen stehen, steigst kurz aus, gehst an den Seitenstreifen. Das war aber, nee, das war so stockender Verkehr. Ja, okay, dann fährst du einfach so auf den Seitenstreifen und pisst da kurz hin. Peter, das ist glaube ich, straßenverkehrstechnisch nicht erlaubt. Ja, und die Punica-Flaschen pissen ist, glaube ich, laut Straßenverkehrsordnung nicht verboten. Er hat in eine Punica-Flasche gepisst. Guck mal, das klingt alleine. Jetzt habt ihr ein dunkles Geheimnis von mir erfahren. Ich weiß gar nicht, das habe ich dann angeteasert, dass die Leute. Ne, ich schreibe dir jetzt gerade die nächste Woche Mittwoch auf Twitter unbedingt sich die scheiße Folge von heute angucken. Alter, hast du dir das jetzt ausgerechnet? Welche? Ja, war nicht so. War ja nicht so schwer, du hast doch alle eingetragen, die von gestern, oder? Ja, aber die von heute noch nicht. Ja genau, wir haben heute, das ist die vierte. Okay. Es ist Freitag. Geil, oder? Ja, das ist doch richtig, könntest natürlich... Also, ich nehme mal eure Reaktion, dass ihr das noch nicht gemacht habt. Nein. Jetzt würde mich mal interessieren, liebe Zuschauer, ja, wir sind ja im anonymen Internet, wie viele haben denn schon mal in so eine Flasche gepisst oder so? Weil der war eine Punica-Flasche, das ist wichtig. Naja, das ist ja... Ja, okay, meinetwegen kann man auch eine andere Flasche nehmen, oder? Dann wird es halt wirklich problematisch. Stimmt, das passt nicht sonst. Ja, ich habe immer einen Tetrapack genommen. Was? Okay, Katze wächst aufreißen, ne? Das ist halt nur ärgerlich. Ja. Einfach nicht reinstecken, einfach nur ziehen. Alter, ja, geil. Boah. Ich werde nicht so ein Spritzpisser, weißt du. Der Puni. Aber das Schlimmste muss ja wirklich sein, wenn du kacken musst im Stau. Das hatte ich ja, zum Glück ja noch nie. Das ist unangenehm dann bestimmt, ja. Das hatte ich ja noch nie. Aber das passiert doch auch normalerweise nicht so plötzlich, oder? Nee, also ja. keiner muss doch spontan so hart kacken, ohne dass du... Ja, aber vielleicht entwickelt sich das ja, weißt du, du steigerst dich ja dann auch okay, da rein. Okay, aber wie lange muss man dann in so einem Stau stehen? Und weil, weißt du, es gibt ja auch sowas wie Ausfahrten und... Und Raststätten und so. Also du, genau. Also ich meine, ganz ehrlich, also du musst ja da wirklich schon stundenlang da stehen. Ja. Weil immer, ja, wenn ich bei mir merke, aber das könnte auch natürlich auch daran liegen. Ich habe nämlich Angst davor, im Stau zu stehen und kacken zu müssen. Und wenn ich bei mir merke... ich hab da Peters Phobie, ey. Nee, keine Phobie, aber wenn ich halt merke, okay, jetzt so langsam muss ich kacken und ich fahre halt noch raus. Anderthalb Stunden, dann... Da gibt's bestimmt einen Namen für. Angst davor, dass man im Stau scheißen muss. Ja, das ist doch normal, oder? Dass man dann, wenn man kacken gehen muss, kacken geht und nicht noch wartet, ja, natürlich. Bis man so knapp ist und denkt, okay, jetzt muss ich in eine Punica-Flasche scheißen.
Ja, sondern, ich hab da ein bisschen Druck auf dem Darm, ja. Okay, es dauert jetzt noch 20 Kilometer bis zur Ausfahrt. Gut, da ich ja nur ein bisschen Druck auf dem Darm habe, werde ich das ja schaffen. Aber ich denke mir doch nicht, ach ja, komm, weißt du, fahr ich noch 600 Kilometer Auto. Und dann in eine Punika-Flasche zu Alter, das ist so awesome einfach nur. Vor allen Dingen, wie lange musstest du dann schon schiffen, bis du gemerkt hast, oh, jetzt ist ja auch noch Stau, fuck, und ich muss eh schon schiffen. Das war so, dass ich halt, das war, glaube ich, auf dem Weg nach Gießen. Von wo aus? Von Holland weiß wahrscheinlich. Weiß ich nicht mehr. Nee. Von Köln? Ich weiß das nicht mehr. Vielleicht war das Köln, vielleicht war das Bremen. Nee, Bremen bin ich mit dem Zug gefahren. Ich weiß es nicht mehr, ich war auf jeden Fall länger unterwegs, aber ich dachte mir, ja, komm, das ist nicht mehr so weit. Ja, da teile ich noch aus. Und dann kam der Stau. Weil ich bin halt einer, der eigentlich eine relativ, also ich würde von mir behaupten, dass ich eine relativ gute Blase habe und eine stählerne Blase habe eigentlich. Boah, wir reden die ganze Zeit über das Pissen, ich muss mal kurz. Hast du eine Punika-Flasche nicht gerade irgendwo rumliegen, Bram? Ja, ich bleib einfach hier sitzen, pass auf. Das ist einfach awesome. Aber die Folge ist jetzt eh vorbei. Also von daher, Dankeschön, Jay. Ich bin dir zutiefst dankbar, dass du das mit uns geteilt hast. Gerne. Eigentlich müssen wir aufpassen, dass wir dich nicht zu sehr damit aufziehen. Man muss ja eigentlich auch einen deswegen nicht aufziehen. Das ist ja eine vernünftige Lösung eigentlich für ein Problem. Ich will dich jetzt zum Ende nochmal kurz fragen, was hast du mit der Flasche eigentlich gemacht dann? Ausgeschüttet. Okay, hast du jetzt nicht noch im Auto rumliegen, bis dann irgendjemand... Nein, aber natürlich zu Pfandautomaten. Nee, Moment, weiß ich gar nicht mehr. Gab es dafür Pfand? Müsste doch, oder? Vielleicht habe ich hier noch irgendwo hier rumfliegen. Noch irgendwo. Also ausgeschüttet habe ich sie, daran kann ich mich noch erinnern. Ja, okay. Und sogar ins Klo. Also im Endeffekt hast du normal in die Toilette gepisst, nur über Umwege. Ja, genau. Ich habe halt quasi meine Blase gläsern erweitert. Sehr schön. Gut, dann, wie gesagt, vielen lieben Dank für diese Geschichte. Wir kommen zum Ende dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Ciao.